Seit der Präsentation des revolutionären 926 Vario haben begeisterte Kunden sowie die Fachpresse die Erweiterung des Vario-Programms gefordert. Unsere Antwort ist da. Vario Power mal 4. Das Fendt-Favoritprogramm von 170 bis 260 PS. Das weltweit innovativste Großtraktorenprogramm. Die stufenlose Vario-Antriebstechnik bringt Ihnen revolutionäre Vorteile, weil Sie bei allen Arbeiten deutlich produktiver sind und weniger Kraftstoff verbrauchen. Das echte Leistungsvermögen des MAN Hightech-Motors lässt sich durch die stufenlose Fahrgeschwindigkeitsregelung erstmals voll ausschöpfen. Nie zuvor wurde der Kraftstoff so effektiv in Leistung umgesetzt wie mit Vario. Sie sehen folgende Details dieser weltweit einzigartigen Hochleistungstraktoren. Konzept, Antriebstechnik, Favoritfederungssysteme, Wirtschaftlichkeit. Das Systemkonzept des Favorit 900 mit der stufenlosen Vario-Antriebstechnik steht für beste Gesamtwirtschaftlichkeit. Sein breites Einsatzspektrum vereint die Vorteile von 4 Konzepten in einem Fahrzeug. Schwerer 14 Tonnen Zugschlepper. Tragfahrzeug mit 6 Tonnen Nutzlast, das heißt überragende Schlagkraft bei Bestell- und Pflegearbeiten. Der Selbstfahrer. Dank Rückfahreinrichtung für Gras, Mais oder Rekultivierungsarbeiten. 50 km/h schnelles Transportfahrzeug mit integrierten Federungssystemen. Die Antriebstechnik. MAN Motor und Vario bilden eine perfekte Einheit, weil durch den stufenlosen Fahrantrieb der Motor immer im optimalen Bereich gefahren werden kann. Was zählt, sind Spitzenleistung und günstigster Verbrauch. Vario bietet PS, die wortwörtlich mehr leisten. Die renommierten MAN-Triebwerke bieten Leistung satt, Elastizität, sparsamsten Kraftstoffverbrauch und außergewöhnliche Laufruhe. Wie zeigt sich diese Einheit praktisch? Im Beschleunigungstest. Bisherige Kriterien eines Motors wie Drehmomentanstieg oder Anfahrdrehmoment verlieren an Bedeutung. Die Aufgabe? Maximale Beschleunigung mit dem 926 von 0 auf 50 km/h. Das Ergebnis? Fantastische 10 Sekunden. Der Fahrer beschleunigt sofort mit vollen 260 PS über den hydrostatischen Teil der Antriebseinheit. Dabei arbeitet der Motor mit optimaler Drehzahl bei maximalem Drehmoment. Wie funktioniert die Bedienung? Genial einfach oder einfach genial über den Vario Joystick. Alle Bedienelemente sind ergonomisch optimal in die Armlehne integriert. Dazu gehören noch Tempomat, Grenzlastregelung und die Automatik für EHR und Zapfwellen. Das bringt Automatikkomfort. Wie fahre ich mit dem Joystick? Bewegen Sie den Fahrhebel nach vorne, beschleunigt der 900. Ziehen Sie ihn zurück, verzögert das Fahrzeug. Sie arbeiten stufenlos, ohne Schalten und Rucken. Und das Wenden? Ganz einfach. Sie drücken den Joystick kurz nach links. Rechts liegt der Tempomat. Welche Geschwindigkeiten gibt es? Die Fahrgeschwindigkeit beginnt bei minimalen 20 Metern pro Stunde und reicht bis zu dynamischen 50 km/h. Tempomat und Grenzlastregelung, was bringt das? Komfort wie bei einem Automatikgetriebe. Damit hält der 900er die Vorwärtsgeschwindigkeit,
unabhängig von der Motordrehzahl. Das erhöht den Fahrkomfort und die Arbeitsqualität. Die Grenzlastregelung hält die Zapfwellendrehzahl bei Lastspitzen nahezu konstant. Wie sieht das Ganze in der Praxis aus? Beim Pflügen wählen Sie die ideale Motordrehzahl und speichern die Arbeitsgeschwindigkeit. So nutzen Sie das maximale Leistungsvermögen des Motors über die stufenlose Geschwindigkeitsregelung. Vorteil: Sie pflügen nicht nur 10% mehr, sondern sparen gleichzeitig Kraftstoff wegen der optimalen Auslastung. Und bei Zapfwellenarbeiten? Mit dem Vario-Getriebe bleibt die Drehzahl der Zapfwellen nahezu konstant. Besonders wichtig bei wechselnden Böden, bei Geländeunebenheiten oder unterschiedlicher Dichte des Erntegutes. Tempomat und Grenzlastregelung passen die Arbeitsgeschwindigkeit automatisch an. Am Vorgewende schalten Sie EHR und Zapfwellen bequem kombiniert über integrierte Druckschalter in der Armlehne. Im Transport vergessen Sie die Fahrkupplung. Sicherungsknopf drücken und Fahrhebel nach vorne schieben. Sie beschleunigen absolut ruckfrei bis zu 50 km/h. Über den Tempomat speichern Sie die Geschwindigkeit. Je nach Last reduziert sich die Motordrehzahl bis auf spritsparende 1500 Umdrehungen pro Minute. Damit fahren Sie besonders leise und ökonomisch. Vario-Aufbau und Funktion. Das Vario-Getriebe besteht aus dem hydraulischen und mechanischen Teil. Die Motorkraft wird in einem Planetengetriebe variabel auf den hydrostatischen und mechanischen Teil verzweigt. Die Summierungswelle vereint beide Komponenten und treibt die Antriebsräder an. Die Hochleistungsverstellpumpe treibt zwei auf einer Summierungswelle sitzende Hydromotoren an. Pumpe und Motoren werden gemeinsam gesteuert. Je nach Schwenkwinkel wird mehr oder weniger Öl gefördert. Pumpe und Motoren zeichnen sich durch einen besonders großen Schwenkbereich von 45 Grad aus. Vorteil: hervorragender Wirkungsgrad. Beim Anfahren wird die Motorleistung über den Planetensatz 100% hydrostatisch auf die Pumpe übertragen. Die rotierende Pumpe beginnt auf 45 Grad zu schwenken und überträgt dadurch die volle Motorkraft auf die Summierungswelle und damit an die Räder. Bei schneller Transportfahrt mit 50 km/h erfolgt eine 100%ige mechanische Kraftübertragung, was einen hohen Wirkungsgrad bedeutet. Die auf 0 Grad stehenden Motoren blockieren die Pumpe. Damit kann der Planetensatz die gesamte Motorleistung zu 100% über den mechanischen Teil übertragen. Über die Summierungswelle geht die Kraft damit direkt an die Hinterräder. Wie hoch liegt eigentlich der Wirkungsgrad dieses Getriebes? Die neutrale DLG machte den Test auf Herz und Nieren. Ergebnis: Der gemessene Wirkungsgrad ist für einen Traktor mit stufenlosem Getriebe spitze. 81,1%. Das Vario-Getriebe hat in Bausch und Bogen den gleichen guten Wirkungsgrad wie moderne Lastschaltgetriebe. Das Favorit-Federungssystem. Einen neuen Maßstab bei Arbeitskomfort, Fahrsicherheit und Mobilität setzt Fendt mit dem einzigen Großtraktor, der über ein integriertes Federungssystem sowie 50 km/h Geschwindigkeit verfügt. Für beispielhafte Sicherheit im Straßenverkehr sorgt das Lifetime-Vierrad-Bremssystem. Grundlage des beispielhaften Komforts im Acker und auf der Straße: die Kombination dreier einander ergänzender Systeme. Erstens: die niveaugeregelte Vorderachsfederung reduziert Stöße und Unebenheiten bis zu 60%.